Wir sind hier beim Primsrock im Primstal und wie ihr seht, wir sind hier eigentlich gar nicht auf einer Wiese oder so, sondern in einer Halle. Warum das so ist, das finden wir gleich noch raus und warum ich so rot und so aufgeregt bin, das seht ihr dort, weil im Hintergrund sitzen sau viele Leute. Warum sind wir dann heute in einer Halle? Naja gut, ich habe am Dienstag irgendwie morgens schlecht geschlafen, ein bisschen komisch geträumt vom Primsrock. Haben dann morgens den Wetterbericht gesehen und dieses große Sturmtief oder so vom Atlantik kam irgendwie so Richtung Saarland. Da habe ich gedacht, oh, leck, ey, wenn es jetzt ach, vor allem kalt wird, ne, also abends 10 Grad und ich sag mal, die Hauptacts spielen halt erst ab 8 und an der Brems ist es schweinekalt. Und ich wollte einfach, dass die Leute Spaß haben und warm haben und im Trockenen stehen. Du hast vor allem an die Frauen gedacht, weil Hunger, Pipi, kalt. Genau. Ihr Mädels kennt das, ne? Genau, Hunger, Pipi, kalt. So haben wir es auch gepostet, weil, ja, es ist einfach so. Ich meine, klar, Open Air hat auch seinen Flair und wir sind ja auch alle die Open Air-Macher im Prinzip, ne? Aber wir haben einfach gesagt, ja, wir müssen es in der Halle probieren. Wir haben es mit der Gemeinde auch dann innerhalb von 2 Tagen durchgejackert, sag ich mal, dass wir hier mit Boden auslegen. Ne? Das ist ja schon ach, nur eine neue Situation für uns. Wir müssen dann irgendwie, ja, Backstage ist anders da, Bierstand ist anders da, ne? So, also, aber wir haben es dann gut gewuppt, würde ich mal sagen. Und trocken. Ey, danke, dass wir nochmal da sein dürfen. Ja, gerne, ey, freut uns. Ne? Dann viel Spaß euch. Danke. Yay, mit den Jungs von Sky of Calvaria. Hallo. Hi. Hallo. Und, alles klar bei euch? Ja, super. Läuft bei euch, gell? Super Wetter für drin. Ja, ja. Es ist tatsächlich jetzt im Moment mal Sonnenschein. Aber das macht nichts. Gleich fängt es nämlich nochmal an zu regnen. Ja, Jungs. Ihr seid schon durchgeschwitzt. Ihr hattet euren Auftritt schon hinter euch. Wie war's? Boah, ziemlich anstrengend. Ziemlich nass. Aber boah, war cool. Ja, also ich muss nochmal ein Lob an den Drummer richten, weil, Alter, der Rhythmuswechsel bei dir ist echt pervers, ehrlich. Danke. Gerne. Und ansonsten, was steht bei euch noch so an die nächste Zeit? Ein paar Konzerte spielen und neues Album schreiben. Ja. Also Texte schreiben macht ihr dann alle zusammen? Das machen wir alle zusammen, ja. Sehr gut, okay. Also vielen Dank, dass ihr da wart. Und ich würde sagen, wir gucken euch noch an. Jetzt den Auftritt von uns, oder? Viel Spaß dabei! Ich bin sauglücklich, weil mal wieder eine hübsche Lady an meiner Seite. Dankeschön. Und noch dazu eine Powerfrau. Also Wahnsinn, du gehst voll ab, ey. So geil. Dankeschön. Ja, auf der Bühne kann man das ja auch machen. Ja, ne? Ich glaube, du hast auch ziemlich viel Spaß, gell? Ja, das und macht und die Jungs Spaß. Wahrscheinlich sehr gut im Griff. Ja, ach ja. Ja. Alle Experten. Darf man ja mal sagen. Ja, natürlich. Die Frauen müssen auch mal gelobt werden, weil ich meine, es gibt zu wenige Frauen bei uns jetzt so in der Musikszene, finde ich. Naja, ihr macht Coversongs.
Ja, ausschließlich, genau, das ist unser Konzept. Ja, Songs, die direkt mitreißen, die die Leute schon kennen und ja, dann kann es dann abgehen. Es hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Wir gucken uns das auch gleich nochmal an. Und was steht so an als nächstes, so konzerttechnisch? Hüttersdorfer Kirmes am Freitag, den 15.09. Ich hoffe, es ist Freitag der 15. Genau. Und dann mal gucken, Bad Kreuznach ist noch an Halloween. Yay! Der erste Gig außerhalb des Saarlandes, oder? Korrigier mich. Ich glaube, ja. Genau. Der zweite. Ja. Wir waren schon in der Pfalz. In der Pfalz waren wir schon. In der Pfalz, also quasi im Ausland. Ne? Und dann vielleicht im nächsten Mal nochmal eine Platte. Wir haben schon eine Platte und wir haben auch ein Video bei YouTube. I'm a Believer haben wir gefilmt. Oder wie sagt man das? Ne, mit Goholio. In Szene gesetzt haben wir das. Ja. Ja. Punk-Show-Revue. Sehr gut. So was hört man immer gerne. Und wir gehen uns jetzt noch die nächste Band angucken und gucken. Nee, Quatsch, wir gucken euch vorher noch. Ja. Viel Spaß dabei. Miozän, alte Schule, das erste Mal seit 17 Jahren auf dem Primsrock. Habt Spaß, wir werden es haben. Danke. We'll be right back.
Okay. Hallo. Prinz Rock. Wir spielen euch den Arsch ab, Prinz Rock. Festivals ist ja immer so das Essen, ne? Weil Hunger, Pipi, Kalt haben wir ja schon vorhin besprochen, das ist immer schlecht. Und gegen Hunger haben wir hier zum Beispiel die Stefanie. Ja, hallo. Vielen Dank nochmal, dass wir hier sein durften und so gut versorgt worden sind. Gerne. Genauso gut wie die Bands. Und wir haben noch eine Überraschung für euch, mehr oder weniger Überraschung. Und zwar viele von euch haben uns gefragt, ey Leute, seid ihr mal auf YouTube bald? Ja! Bald sind wir auf YouTube. Diese Folge könnt ihr nämlich schon auf YouTube sehen. Und ja, bleibt weiter dran und schaltet ein. Vielen Dank nochmal, Primsrock. Vielen Dank. Nächstes Jahr wieder. Oh ja, ja. Ich habe jetzt schon Lust aufs Curry. Vegane. Okay, das merke ich.